Hallo ihr Wastelander da draußen, hier ist mal wieder der Neo und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mal wieder an ein Spiel für euren Pip-Boy kommt. Und zwar findet ihr das hier in Fort Hagen. Wenn ihr in der Story schon ein bisschen weiter gespielt habt, dann kommt ihr sowieso hier. Wenn ihr noch nicht so weit seid, werde ich jetzt auch gar nicht weiter dazu sagen. Der Haupteingang ist ja hier versperrt, also laufen wir mal hier rum. Das ist der schnellste Weg, um an den Punkt zu kommen. Und ich bin einfach auf meine Erkundungstouren nochmal hier durchgelaufen. Und hab dann dieses Heftchen gefunden. Ich bin jedes Mal so irritiert, wenn ich Strong als Begleiter dabei habe. Ist ein Supermutant, ich will immer auf ihn schießen. Wenn er dann noch das Reden anfängt, so in seiner dümmlichen Supermutantenart. Jedenfalls Treppen hoch, dann kommen wir hier rein. Hier ist der Fahrstuhl. Den benutzen wir. Und fahren einmal nach unten. Da ist er wieder, der Herr Strong. Und Kommandozentrale, genau da wollen wir hin. Dann kommen wir hier rein. Also wie gesagt, hier wird sich etwas abspielen später. Wer noch nicht so weit ist, ich verrate nichts. Dann laufen wir hier so rum. Und hier neben diesem Terminal finden wir das Heft Robco Fun. Enthält das Holobahn-Spiel Pipfall. Mensch. Habt ihr sicher schon mal gehört, das Spiel Pipfall. Das ist natürlich die Fallout 4 Version davon. Das legen wir doch mal schnell rein. Start Game. Collect all 5 Bubbleheads before. So schnell konnte ich nicht mehr lesen. So, spielen wir mal eine kurze Runde. Warte mal, muss ich. Ist es böse hier? Ja, das ist etwas Böses. Springen tun wir so. Na nun, bin ich denn jetzt? Au! Ja, ich und Jump'n'Runs. Hey, was ist das denn? Schnell weiter. Nein! Mist. Ja gut. Bin eigentlich nicht so der Jump'n'Run-Spieler. Ihr habt es jedenfalls gesehen. Das ist Pipfall. Ihr wisst jetzt, wo ihr es findet. Viel Spaß beim Suchen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Neo.